Auf der A94 bei München ist es zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Schulbus gekommen. Dabei wurden 12 Schulkinder und eine Betreuerin leicht verletzt. Die Schulklassen in dem Bus waren offenbar auf dem Weg zu einem Schulausflug. Zu dem Unfall kam es, als der LKW plötzlich nach links auf die Fahrspur des Busses fuhr. Dabei rammte der Sattelzug den Bus vorne rechts und zerstörte eine Tür. 3 Personen mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall gekommen ist.